Ja, hi Leute, willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel unserer Präparationsserie. Tut mir leid, dass ihr so lange gewartet habt, aber ja, ich habe momentan echt viel um die Ohren und habe bisher noch nicht so wirklich Zeit dafür gefunden. Außerdem wollte ich dann auch erstmal noch die ganzen Bilder und Clips von Borneo auf meinem Kanal hochladen. Ja, wenn diese erste Folge jetzt hier rauskommt, weiß ich nicht, ob ich dann schon alle Borneo-Sachen hochgeladen habe oder ob dazwischen eventuell nochmal welche kommen. Aber ja, Ziel ist es, zwei Präparationsfolgen pro Woche zu machen. Und ja, ich habe wieder auf einer Börse, diesmal in Prag, nach Frankfurt habe ich es leider dieses Jahr nicht geschafft, einiges an Material besorgt. Auch wieder ja, relativ unterschiedliches Material, sodass ja, nicht nur Hirschkäfer dran sind, sondern auch vielleicht für Leute, die an anderen Käfern Interesse haben, was dabei ist. Ja, allerdings geht es heute mit einem richtigen Kracher los. Das ist ein Hirschkäfer. Aber ja, vielleicht kann ich euch von dem auch gleich begeistern. Wir haben heute Odontolabis castelnoi vor uns. Ihr wisst ja, dass Odontolabis so meine Lieblingsgattung zusammen mit Lucanus ist. Und ja, dieses Jahr auf Borneo habe ich dann auch einige Odontolabis-Arten live im natürlichen Habitat sehen und finden können. War allerdings ja, nur bis zum Anfang der Saison da. Genau als die Saison anfing, bin ich wieder abgereist. Also ist mir der Großteil da auch durch die Lappen gegangen. Vielleicht klappt das 2019 besser. Da wollte ich dann im Mai dorthin, wenn dort Hauptsaison ist. Das ist nämlich April und Mai ist dort in diesem südostasiatischen Raum. Ja, Käfersaison. Ja, hier habe ich euch jetzt erstmal ein paar alte Präparate mitgebracht. An denen hier könnt ihr euch eventuell noch erinnern, den haben wir mal zusammen präpariert. Das ist nämlich kein Odontolabis castelnoi, das ist ein Odontolabis gazella. Und hier haben wir ein Odontolabis femoralis. Ja, die habe ich jetzt mal mitgebracht, weil die ja, eventuell zu verwechseln sind mit Odontolabis castelnoi. Odontolabis castelnoi wurde 1862 von Perry beschrieben und kommt auf mehreren Inseln und auch auf dem asiatischen Festland vor, hier genauer Malaysia, dort auch in den Cameron Highlands. Ja, die Nominatform ist dann noch auf Borneo und Sumatra selbst verbreitet und auf vorgelagerten Inseln von Sumatra gibt es dann auch noch zwei Unterarten, die besprechen wir aber später. Da sind nämlich eher Telodonte-Männchen vonnöten. Allerdings findet man Odontolabis castelnoi meist in dieser Form wie hier, ja, also dieses Amphio-Mesodonte. Und sie sind eben ja, zangenförmig, ja, und auch immer gleichmäßig geformt. Wenn wir uns jetzt hier nämlich die Verwechslungsart Odontolabis gazella dazu mal vergleichen, fällt uns zum einen auf, dass hier über den Augen auf jeden Fall ein deutlich ausgeprägterer Canthus bei Odontolabis gazella ist und auch dieser Backenzahn hier, sag ich mal, ist hier deutlich spitzer ausgeprägt als bei Odontolabis castelnoi. Ja, also die sind dann doch relativ eindeutig zu unterscheiden, vor allem auch, weil Odontolabis gazella asymmetrische Mandibeln haben, ja, weil Odontolabis castelnoi sind ja relativ symmetrisch geformt. Hier auch ganz einfach über die Größe zu unterscheiden. Also es gibt natürlich auch kleine Odontolabis castelnoi und etwas größere Odontolabis gazella, die dann auch ähnliche Größen erreichen können. Darüber geht man dann eben über diese ganz eindeutigen Kopfcharakteristika. Auch sind bei Odontolabis gazella die Vordertibien stärker gebogen als bei Odontolabis castelnoi. Aber Odontolabis castelnoi ist eine der größten Odontolabis-Arten, kann bis 94 mm erreichen, dann in der Telodontenform. Aber da kommen wir, wie gesagt, später zu. Ja, Odontolabis femoralis gleicht vom Körperbau schon etwas mehr
Odontolabis castelnui als Odontolabis gazella. Ja, wir haben ähnliche Proportionen. Odontolabis femoralis kann sogar noch etwas größer werden. Da sind Exemplare von 97, 98 mm bekannt. Aber hier in der Mesodontenform auch relativ eindeutig zu unterscheiden, da Odontolabis femoralis dort auch dann asymmetrische Mandibeln hat. Auch hier ist dieser Zahn an der Backe deutlich spitzer als bei Odontolabis castelnui und auch am Pronotum gibt es deutliche Unterschiede. Hier ist auch noch so ein spitz auslaufender Zahn am Pronotum bei Odontolabis femoralis. Ich hoffe, das kann man jetzt auf der Kamera einigermaßen gut erkennen. Ich sehe es hier gut und bei Odontolabis castelnui ist es eben nicht so scharf ausgezogen. Also kein Dorn nochmal extra am Pronotum, sondern nur so eine leichte Einkerbung hier unten. Und das Eindeutigste bei Odontolabis femoralis, wenn man ihn umdreht, ja, die orange-roten Femora, das ist bei Odontolabis castelnui eben nicht der Fall. Ich nehme jetzt mal hier das Weibchen und zeige es euch von unten. Die femorales Weibchen sind nämlich auch von unten dann so rot. Ja, weil hier ist noch eine Nadel angesteckt, damit dieses Bein da in Position bleibt. Das sind sehr alte Exemplare hier. Waren mit meinen ersten Präparate und diese beiden hier stammen von Sumatra. Telodonte, Odontolabis femoralis, lassen sich auch ganz eindeutig von Telodonten Odontolabis castelnui unterscheiden, aber da ist das einfachste Merkmal, wie gesagt, einfach die Beine unten angucken. Dann habe ich hier noch ein Odontolabis latipennis, den haben wir auch mal zusammen präpariert. Ich glaube, in der ersten Staffel war sogar der allererste, den wir da präpariert haben. Gleicht jetzt auch einigermaßen dem Odontolabis castelnui-Männchen in der Amphiodontenform. Wichtig ist hier, bei Odontolabis latipennis gibt es überhaupt keine telodonte Form, ja, nur diese mesodonte Form. Moment, ich stecke die mal gerade um, dann kann man besser vergleichen. Odontolabis latipennis ist immer komplett schwarz und von Odontolabis castelnui sind keine schwarzen Exemplare bekannt, sondern alle haben ja diese orange-gelbe Färbung auf den Elytren auch immer komplett. Ja, also nicht wie bei manchen Arten, dass da noch so ein schwarzes V in der Mitte ist, die sind immer komplett gefärbt. Und Odontolabis latipennis hat auch symmetrische Mandibeln. Allerdings, wenn man sich hier zum Beispiel die Vordertibien ansieht, fällt auf, die sind sehr, sehr stark bedornt und auch stärker gebogen. Bei Odontolabis castelnui gibt es eventuell mal hier einen einzelnen Dorn an der Vordertibia zur Spitze hin. Und bei Odontolabis latipennis sind die eben immer so stark bedornt. Und bei Odontolabis latipennis, auch wie bei Odontolabis gazella, dieser starke Cantus an den Augen, der bei castelnui deutlich weniger ausgeprägt ist. Ja. Pronotum ist relativ ähnlich bei Odontolabis castelnui, aber hier dann doch nochmal stärker eingekerbt. Weitere Verwechslungsarten sind dann eventuell noch Odontolabis kirchnai. Von denen habe ich jetzt leider kein Exemplar in der Sammlung, die sind sehr, sehr selten, stammen von Sumatra, aber haben auch eine andere Pronotumform, eben hier deutlich stärker eingekerbt und auch deutlich gebogenere Vordertibien, ähnlich wie bei Latipennis, da allerdings auch unbedornt und sonst farblich auch eigentlich gleich wie Odontolabis castelnui. Und in der Telodontenform unterscheiden die sich da auch. Ja, und weil ich jetzt so lange und so oft von Telodonten-Männchen erzählt habe und nur hier Amphiodonte-Männchen gezeigt habe, die allerdings eben bei Odontolabis castelnui die gängige Form sind, Telodonte-Männchen sind da wirklich sehr selten. Kommen wir zum Kandidaten für heute mit Samtbegleitung. Leider etwas kaputt, aber ein Riesenteil. Ja. Dieses Exemplar zusammen mit dem Weibchen habe ich geschenkt bekommen und sie stammen aus Sabah auf Borneo und das ist ein Telodontes Männchen. Maximalgröße von Odontolabis castelnui bei 94 mm.
Dieses Männchen hat auch mindestens 90 mm. Es ist leider mittlerweile ein wenig weiter auseinandergefallen. Diese beiden Tiere lagen jahrzehntelang ungeschützt auf einer Fensterbank und sind dementsprechend in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings fehlen keine Körperteile. Ja, also es ist jetzt nur einmal hier diese drei Puzzlestücke zusammensetzen. Das ist jetzt eben beim Aufweichen auseinandergefallen. Vorher war er noch komplett aneinander. Und wir messen ihn dann, wenn wir ihn abnadeln, ja, damit wir auch jetzt nichts verfälschen, weil wenn wir ihn so messen, das bringt uns nichts. Ja. Wir werden ihn gleich zusammenkleben an diesen drei Stellen. Und aber da kommen wir gleich zu. Hier ist noch ein Weibchen dazu. Das machen wir jetzt aber erstmal auf Seite, denn wir reden jetzt erstmal über die Telodonten-Männchen. Ja. Erstmal zur Artabgrenzung. Vielleicht noch als Verwechslungsart bei Odontolabis kirchnerii, wo wir eben stehen geblieben waren. Odontolabis castelnuii hat hier vorne bei den Telodonten-Männchen am Zahn immer diese kleine Gabelung. Ja? Da ist immer eine Gabelung. Bei Odontolabis kirchnerii ist das nicht der Fall. Okay, und dann könnte man eventuell auch noch Odontolabis katsurai oder Odontolabis schenkii mit Odontolabis castelnuii verwechseln, wenn sie von Borneo stammen. Also diese beiden Arten gibt es nur auf Borneo, katsurai und schenkii. Odontolabis schenkii hat auch eine rote Zeichnung auf dem Pronotum, hier so einen roten Rand, mehr oder weniger stark ausgeprägt, je nach Exemplar. Schwarz an den Schultern. Das gleiche gilt für Odontolabis katsurai. Die haben auch hier einen deutlich stärkeren schwarzen Rand noch an den Schultern. Ja, der wird da viel mehr ausgedehnt sein. Wie gesagt, Odontolabis castelnuii sind eigentlich komplett gelb gefärbt. Und da gibt es dann auch nochmal Unterschiede am Kopf und am Pronotum, auf die wir jetzt gar nicht zu stark eingeben, weil ich eben von diesen seltenen Arten hier leider keine Vergleichsexemplare da habe. Aber die Unterschiede sind dann doch relativ eindeutig. Also falls ihr dann mal Bilder findet oder Exemplare in Sammlungen und dann mal mit so einem Telodonten castelnuii vergleicht, dann werdet ihr, denke ich, auch die Unterschiede selbst finden. Deswegen quatschen wir jetzt gar nicht zu lange drüber. Aber auf die Unterarten gehen wir jetzt noch ein. Die lassen sich am besten über die Telodonten-Männchen unterscheiden. Die Nominatform kommt, wie schon erwähnt, in Malaysia, auf Borneo und auf Sumatra vor. Hier, das ist also eine Nominatform. Ja. Und dann gibt es noch die Unterart Odontolabis castelnuii mentawaiensis. Ja, die kommt auf der Mentawai-Inselgruppe vor. Hier spezieller auf Siberut, Sipura, Nordpagai und Südpagai. Dort kommt die Unterart Mentawaiensis vor. Und die Unterart Inumatai kommt auf der Insel Semoilue vor. Ich habe jetzt auch ein Exemplar von Inumatai mit Referenz von Babi gesehen. Nicht Bali, sondern Babi ist nochmal eine andere Insel in der Nähe von Flores. Ist aber eine ganze Ecke weiter weg, deswegen weiß ich nicht, inwiefern diese Quelle zuverlässig ist. Bestätigt eindeutig sind Inumatai auf jeden Fall von der Insel Semoilue. Hier muss man dann eben vor allem bei Telodonten-Männchen gucken. Amphiodonte-Männchen bestimmt man hier am besten über die Herkunft. Ja? So, zu den Telodontenformen, da blende ich euch jetzt mal eine Zeichnung ein. Die ist von Mitsunuma entnommen und zeigt die drei Telodontenformen der Unterarten. Nummer 21 ist ein Männchen von Odontolabis castelnuii castelnuii, also die Nominatform. In der Mitte haben wir ein Odontolabis castelnuii inumatai und rechts, die Nummer 23, ist ein Odontolabis castelnuii mentawaiensis. Und das können wir jetzt mal vergleichen. Gehen wir erstmal von den Mandibeln aus, ja, dafür brauchen wir die Telodontentiere. Odontolabis castelnuii castelnuii, die Nominatform, hat den flachsten Winkel, in dem die Mandibeln nach vorne gehen. Ja. Und der
Zahn an der Basis ist eben, ja, zeigt dann bei geöffneter Mandibel diagonal nach vorne. Und bei Odontolabis castelnoi inomatai ist der Winkel dann schon etwas spitzer, indem die Mandibeln dann nach vorne gehen. Und der Zahn an der Basis zeigt bei geöffneten Mandibeln waagerecht zur Stirn, sag ich mal, ja, als Referenzpunkt. Und bei Odontolabis castelnoi mentawaiensis ist der Winkel, in dem die Mandibeln nach vorne gehen, am spitzesten. Und sie haben auch die schmalsten Mandibeln, deswegen wirken sie etwas länger. Odontolabis castelnoi hat dafür eigentlich so die breitesten. Inomatai, ja, ähnlich breit, aber da eben vor allem durch diesen Zahn zu unterscheiden. Bei mentawaiensis steht der Zahn aber jetzt, also dieser Basalzahn, genauso wie bei Odontolabis castelnoi. Da müssen wir also nach weiteren Kriterien gucken. Wir haben zum einen eben die etwas schmaleren Mandibeln und den spitzeren Winkel bei mentawaiensis, aber das ist ja auch oft ziemlich variabel. Ja? Also da kann man sich nicht ganz drauf stützen. Also gucken wir uns jetzt mal ein bisschen mehr von der Zeichnung noch an, und zwar die Köpfe. Da haben wir eben diese Backenwulste. Die sind bei der Nominatform am stärksten ausgeprägt. Bei Inomatai, ja, auch noch relativ eindeutig, und bei mentawaiensis aber nur noch ziemlich, ziemlich schwach. Wenn man über dieses Merkmal geht, geht das auch eventuell bei Amphiodontenmännchen. Da muss man vorsichtig sein, denn ja, bei Telodontenmännchen ist das dann auch nochmal jeweils stärker ausgeprägt. Und wenn wir uns dann noch das Pronotum anschauen, das ist bei Inomatai und der Nominatform relativ ähnlich, aber bei mentawaiensis ist eben deutlich schräger, glatter nach unten zu den Elytren hin und nicht diese ja, relativ markante Einkerbung. Ja? Das ist da gerader bei mentawaiensis. Also man muss zur Bestimmung, falls man die Herkunft nicht kennt, all diese Merkmale zusammen sehen. Ja? Man kann nicht einfach nur anhand der Mandibel sagen, das ist jetzt das und das und das und das. Man sollte da auf alles gleichzeitig achten. Es ist relativ auffällig, dass zumindest Exemplare von der Unterart Inomatai, noch einige Exemplare von mentawaiensis dunkler gefärbt sind als die Nominatform. Allerdings ist Farbe ein sehr, sehr unsicheres Merkmal. Das kann sehr variabel sein. Deswegen ja, könnte das, falls diese anderen Merkmale einigermaßen übereinstimmen, kann die Färbung dann eventuell noch als, ja, leicht stützendes Merkmal hinzugezogen werden, aber niemals als alleiniges Merkmal. Okay? Ja, gut. Dann schauen wir uns jetzt hier unseren wieder an. Also wir sehen, der Winkel ist ja bei ihm tatsächlich relativ spitz, ja, indem die Mandibeln hochgehen. Da haben wir jetzt zum Beispiel schon diese eine Variation. Ja? Bei den meisten Castelnoi sind die auch etwas kürzer, der hat jetzt relativ lange Mandibeln. Ist ein relativ besonderes Exemplar, aber ist doch eindeutig Castelnoi, wenn man eben dann auch auf diese Backenwulste und eben auf hier diesen Pronotumrand achtet. Ja, ich nehme ihn jetzt mal gerade auseinander, vielleicht kann man das dann besser sehen. Ja, also da ist eben doch diese Einkerbung und es ist nicht ganz so gerade wie bei mentawaiensis, ja, und ja, der Zahn unten an der Basis zeigt eben auch diagonal, also kann es auch nicht Inomatai sein. Das Tier von Borneo stammt, haben wir dann auch noch über die Herkunft eine relativ sichere Bestätigung, und ja, dass die Mandibeln hier in diesem Falle dann eben ja, etwas länger und vielleicht spitzer hochgehen, dass nach vorne gehen. Das ist dann eben natürliche Variation, die wir bei Lucanidae ja immer sehr stark ausgeprägt haben. Ja? Und deswegen kann man nicht einfach sagen, das ist jetzt vielleicht eine andere Unterart, eine neue. Nein, das ist ein Castelnoi. Und ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt mal hier meinen schönen Bastelleim und klebe die drei Teile wieder zusammen. Und dann fangen wir an zu nadeln.
Okay, wir haben den jetzt mit Sekundenkleber wieder aneinander geklebt, die drei Teile. Und jetzt ja, mal hier meine Hand zum Vergleich. Ein gigantisches Teil. Ja. Ist auch ein Veteran, ja. Er hat hier oben ein Loch im Kopf und das geht bis nach unten durch. Ich weiß nicht, ob man es da jetzt genau gesehen hat. Auf jeden Fall hat der zu Lebzeiten wahrscheinlich mit einem anderen, vermutlich auch Telodonten-Männchen gekämpft, weil ich glaube nicht, dass ein Amphiodontes solche Verletzungen verursacht hätte. Ja, ich denke, dann ist er jetzt bereit zum Nadeln. Wir können aber auch vorher nochmal messen, wenn er jetzt noch ein bisschen elastisch ist. Ja, stimmt das? Ja. Okay. Ja, also ich gehe jetzt schon mal großzügig bis 95, die wir da nicht haben. Aber 90 mm kann er locker haben. Oh wow. Na, da hätte ich nichts zu früh sagen sollen. 95 mm. Also mir ist 94 mm als Maximalgröße bekannt. Mm, wow. Das ist enorm. Tja, da war ich wohl voreilig zu sagen, ich sollte nicht auf 95 mm gehen. Ja, wow. Bin beeindruckt. Das dürfte mit einer der größten Odontolabis castellanoi sein. Also es kann eventuell noch ein paar größere Exemplare in Sammlungen geben, die jetzt ja, sehr privat sind und nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen sind. Aber das hier dürfte auf jeden Fall eins der größten gesammelten Exemplare dann sein. Wow, crazy. Ja, dann geben wir uns jetzt mal Mühe. Leider sind die Tarsen relativ starr geblieben, auch trotz des Aufweichens. Allgemein sind die Beinglieder auch schon vorher relativ locker gewesen. Also wie gesagt, diese Käfer lagen ungeschützt auf einer Fensterbank über Jahrzehnte. Daher sind die halt leider jetzt auch nicht mehr so super zu präparieren. Aber trotzdem ist noch alles dran. Ja, ich habe ihn jetzt halt eben nochmal zusammengeklebt, aber ja, das dürfte ein Rekordtier sein. Cool. Ja, dann legen wir mal los. Okay, es ist beim Nadeln nochmal das Pronotum gerade abgelöst. Das fixen wir jetzt nochmal schnell.
Ja, okay. Wir belassen es jetzt dabei. Also im Spitzenexemplar muss man sich natürlich Mühe geben, aber ja, auch gerade weil es so ein krasses Exemplar ist, möchte ich da jetzt auch nicht zu viel dran rumfummeln, dass mir nachher noch irgendwas abbricht. Das wäre viel zu schade. Deswegen lassen wir es jetzt hierbei. Ich bin damit eigentlich auch recht zufrieden. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Weibchen. Ja, auch hier beim Weibchen sind ja, über diese lange schlechte Lagerungszeit auch ein paar Schäden gekommen. Auch hier hängt das Pronotum noch am seidenen Faden. Deswegen auch hier vorsorglich schon mal einen kleinen Klecks Kleber, um das wieder ja, gerade zu machen. Ja, das Weibchen kann man auch mal messen. Bei dieser Art werden die Weibchen auch relativ groß und sind auch oft etwas schlanker als andere Odontolabes-Weibchen. Eher länglich gezogen, nicht ganz so breit und wuchtig. So. Ja. Upsi. Ja, und der Kopf ist also auch ziemlich locker. Alles jetzt schief dran. So, warte mal. Also 45 mm, ja, die gehen größer, die Weibchen. Die können, denke ich, bis 50 mm werden, locker. Ja, okay. Das ist jetzt auch ganz typisch wie bei fast allen Odontolabes, die eben eine Färbung haben, beim Aufweichen dunkler geworden. Bei dem großen Männchen war das jetzt nicht so. Den habe ich auch nicht allzu lang aufgeweicht. Der hat jetzt nicht so viel Flüssigkeit aufgenommen, weil da auch einiges an Schnodder rauskam. Ich wollte jetzt auch nicht, dass er sich noch komplett auflöst, deswegen habe ich den auch nicht so lange aufgeweicht. Bei dem Weibchen hier war es ungefähr die gleiche Zeit, aber ja, dadurch, dass die ja auch was kleiner sind, saugen die sich auch was schneller voll. Okay, legen wir einfach los. Ja, okay. Das wäre es dann zu dem Weibchen. Hier auch das Gleiche. Ich will nicht zu sehr dran rumfummeln, damit nichts abbricht. Das sind schon echt mitgenommene Exemplare, aber sehr, sehr wertvolle dennoch. Vor allem als Nachweis aus Saba und dann noch ja, in so einer tollen Größe, zumindest das Männchen. Ja. Alles klar, wir lassen die Käfer dann jetzt trocknen und hoffentlich ja, fällt dann beim Abnadeln nichts ab. Ja, okay, die Käfer haben jetzt 4 Tage getrocknet und ihr seht, ja, beim Weibchen ist auch die ursprüngliche Färbung wieder zurückgekommen. Ist etwas dunkler als das Männchen, aber ja, das ist normal. Vielleicht wird es noch etwas heller, wenn es weiter trocknet, aber ich denke mal, das wird ungefähr jetzt auch in dieser Färbung bleiben. Und ja, jetzt können wir erstmal abnadeln.
Ja, das ist hier unser Behemoth. Ich bin auch eigentlich ziemlich zufrieden dafür, dass er eben ja, so locker nur noch die Gliedmaßen hatte. Aber dafür ist es ganz gut geworden. Die Fühler sind vielleicht ein bisschen versetzt. Das kann man eventuell noch ändern. Wenn ich jetzt den hier zum Beispiel ein bisschen vorhole oder den was runter, ist ein bisschen einfacher. Dann kriegen wir das auch was symmetrischer hin. Ja, ich möchte ihn nochmal messen. Einfach nur, um auch mal auf Nummer sicher zu gehen. Also fast 96 mm. Das dürfte einer der größten, ja, gesammelten Castelnuovi zumindest, von denen ich weiß, sein. Ja, cool. Sieht echt fast aus wie ein Pokémon. Ich komme gar nicht auf die Größe richtig klar. Riesending. Und da haben wir dann ein wunderschönes Pärchen von Odontolabis Castelnuovi Castelnuovi. Hier dann nochmal zum Vergleich, ich kriege sie gar nicht alle ins Bild. Ja, die regelmäßig anzutreffende Form, sag ich mal. Ja, hier dieser Amphiodontenmännchen eben. Und im Vergleich dazu hier dieses wundervolle, prächtige Telodontomännchen. Das ist auf jeden Fall jetzt sofort zu einem meiner Lieblingspräparate in meiner Sammlung geworden. Hier das Weibchen ist etwas größer damals, was ich von damals noch von Sumatra habe. Hat auch ein bisschen weniger Schwarzausdehnung hier. Aber ist auch Castelnuovi Castelnuovi. Ja, und weil ich jetzt vor dem Abnadeln schon fast eine halbe Stunde gebraucht habe, ich habe das Video schon ein bisschen vorgeschnitten, will ich jetzt gar nicht mehr zu viel rumlabern. Ja, falls ihr immer noch hier seid von Anfang an, falls ihr wirklich bis hier geschaut habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, würde mich ja, mal fragen, wer denn überhaupt so lange zuschaut, ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil von den Leuten, die es angefangen haben, das Video. Aber wenn ihr es bis hier geschafft habt, lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich super freuen, wenn ihr euch die Videos auch bis zum Ende anguckt, dafür mache ich sie ja schließlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren. Schreibt unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.